Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Fußschelle und zwar aus den USA. Wir kommen zunächst hier zu der Aufschrift. Wir haben hier einmal auf dem Fußschellenflügel Made in USA Patented draufstehen und auch das Modell. Das Modell ist hier die Nummer 503. Die Rückseite ist hier unbeschriftet. Dafür finden wir aber den Hersteller dann auf der anderen Seite. Und hier haben wir dann Peerless Handcuff Co. Springfield MA. Und auf dem Schlosskasten dann aufgebracht die Seriennummer 040759. Ja, was fällt auf? Erstmal natürlich die klassische Bauform hier dieser Fußschelle. Wir haben den klassischen Peerless Schlosskasten. Der ist also hier abgerundet an allen drei Seiten und hier dann ausgewölbt zum Drehwirbel hin. Der Drehwirbel ist hier natürlich frei drehbar, hat minimales Spiel. Und an dem Drehwirbel ist dann eine Kette befestigt. Wir haben hier erstmal normale Kettenglieder, jeweils eins. Und neben den beiden normalen Kettengliedern haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 gedrehte Kettenglieder, die natürlich auch verschweißt sind. Also insgesamt 24 bzw. 26 Kettengliedern mit den normalen. Dementsprechend also auch eine gewisse Länge, die hier zutage kommt. Wir sehen, wenn wir uns den Schlosskasten genauer anschauen, dass wir hier ein normales Schlüsselloch haben, Standardschlüsselloch. Der Dorn ist entsprechend hier hinten vernietet. Wir haben eine weitere Vernietung hier unten auf beiden Seiten. Die ist dazu da, um hier die Schlossfalle zu halten. Und hier natürlich die Einkerbung für die Führungsnute. Das zeige ich euch gleich. Das ist auf beiden Seiten soweit gleich. Wenn wir uns die Fußschelle von der Seite anschauen, dann sehen wir, dass das hier aus drei Teilen gefertigt wurde. Also diese beiden Außenteile, die dann hier auch in dem Fußschellenflügeln münden. Und dann haben wir hier noch ein Mittelteil, was ein bisschen dicker daherkommt, was natürlich hier den Schlosskasten abschließt und beherbergt. Hier unten haben wir auch eine kleine Bohrung mit einem Pin drin zum Setzen des Double Locks. Da kommen wir mal später zu. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir, dass sich das Ganze hier verjüngt zu den Fußschellenflügeln. Und hier am Ende zum Scharnier sich nochmal etwas auswölbt. Hier ist es dann vernietet, also man kann das nicht sehen. Das ist also hier gut gemacht. Ganz leicht sieht man da noch so eine Anmutung. Und daran befestigt ist dann der Fußschellenbügel. Alle Ecken und Kanten sind sehr schön abgerundet, also entgratet und abgerundet. Macht hier einen wertigen und auch stabilen Eindruck. Und wenn wir jetzt mal dahergehen und uns das Ganze mal anhören. Dann hören wir hier schon eine sehr starke Federkraft, also ein strenges Schließen. Und das zeugt natürlich dann auch von einer gewissen Qualität und auch Sicherheit, die das Ganze zuhält. Der Fußschellenbügel, der wird hier leicht breiter und dann verjüngt er sich insgesamt nochmal zum Ende des Bügels hin, ist dann hier an allen vier Kanten angespitzt, dass natürlich hier der Bügel in die Schlossfalle besser eingreifen kann und nicht irgendwo haken bleibt. Das ist ja im Eifer des Gefechts, in der Verhaftungssituation, dann doch so eine Sache. Und wenn wir uns dann das hier anschauen, haben wir hier auf beiden Seiten klar ausgeprägt diese Führungsrillen, die dann hier wie gesagt durch diese Nute laufen. Wir sehen das hier auch oben und unten, ne, die dann hier eingestanzt sind, um ein Aufziehen, ein gewaltsames der Fußschelle hier zu verhindern. Das ist natürlich gerade bei Fußschellen aufgrund des großen Durchmessers dann doch sinnvoll, weil man die doch etwas leichter aufbiegen kann als Handschellen. Die Zahnstange an sich ist entgratet. Abgerundet würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Gut, hat man nicht so viel Wert drauf gelegt. Und hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 Zähne für 19 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei die Frage ist, ob man diesen kleinen Ansatz des letzten Zahnes mit dazu zählt. Also sind wir fast bei 18. Er rastet trotzdem ein. Dann sagen wir doch lieber 19. So, und der größte Innendurchmesser liegt dann bei 9,3 cm. Und der kleinste Innendurchmesser, der liegt dann bei 6,2 cm. Ja, das ist also schon ein kleiner Unterschied. Wenn wir uns die Schlossfalle anschauen, dann haben wir eine einfache Schlossfalle hier drin mit drei Zähnen. Das ist also ja, Standard-Sicherheitsmerkmal, nichts Besonderes. Und dann kommen wir auch schon zum Schlüssel, bevor wir zur Funktionsweise kommen. Das ist hier ein Peerless-Schlüssel, also normaler Schlüsselkörper mit Peerless-Handcuff-Aufschrift. Hier hinten haben wir einen schönen, klaren Dorn zum Setzen des Double-Locks. Der Schlüssel hat dann hier diesen runden Schlüsselhals, der in der Mitte dann hier ausgehöhlt ist, also ein Hohlschlüssel mit einfachem Schlüsselbart. Die Fußschelle selbst, wenn die angelegt ist, dann kann man die natürlich double locken. Das funktioniert hier unten über diesen Pin. Der ist ganz, ganz leicht abgesetzt nach unten. Also das heißt, ja, man kann doch recht gut hier den double lock Pin setzen. Das machen wir auch mal. Jetzt ist er gesetzt. Die Fußschelle ist hier verriegelt, hat noch ein gewisses Spiel. Wir sehen das hier. Und kann natürlich nicht aus Versehen zugedrückt werden. So, und dasselbe haben wir hier natürlich auf der Seite auch. Double Lock gesetzt, Feierabend. Um das Ganze wieder zu entriegeln, wird der Schlüssel hier eingesetzt und in Richtung Kette gedreht. Dann merken wir relativ schnell hier einen Widerstand auf ungefähr 13.30 Uhr. Und wenn wir dagegen drehen, dann kommt der Double Lock Pin wieder raus. Die Fußstelle ist also wieder durchratschbar. Und wenn wir hier von der Ausgangsposition zurückdrehen, dann merken wir hier dann bei 7 Uhr wieder einen Widerstand und wenn wir gegen diesen drehen, können wir die Fußschelle öffnen. Gucken uns das hier nochmal an, wenn wir das hier im Licht mit der Schlossfalle einmal bewegen. Und genauso können wir das natürlich auf der anderen Seite auch machen. Richtung Kette drehen, Double Lock herausdrücken. Und drehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier auf 17 Uhr circa die Möglichkeit, die Fußschelle komplett zu öffnen. Wir kommen nun bei diesem Modell noch zum Gewicht. Und dort haben wir 413 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.